Ich bin wirklich so excited, dieses Video aufzunehmen, weil ich konnte einfach nicht mehr abwarten und ich musste sofort dieses Paket auspacken, weil wir probieren wieder Kleider von O Polly an. Und zwar schauen wir heute mal, was sieht besser aus, schwarze oder weiße Kleider. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht mehr länger, sondern wir starten direkt mit diesem crazy Video. Und zwar habe ich insgesamt 6 Kleider für euch bestellt, also ist das ein Warenwert von über 600 Euro. Und wir machen das jetzt so, dass ich zwei ähnliche Kleider immer so nebeneinander anziehe, aber sie euch vorher noch kurz zeige, damit ihr überhaupt wisst, was ich gleich anprobiere. Und dann am Ende jedes Paares sage, die Farbe hat gewonnen oder die andere Farbe hat gewonnen. Deswegen macht euch auf jeden Fall mal bereit. Und zwar starten wir wirklich mega strong mit diesem Corset Dress. Und ich würde sagen, wir öffnen das Weiße einfach mal zuerst. Wow. Und zwar ist das ein kurzes Corset Dress und es gibt mir irgendwie solche Fairy Tale Vibes, Leute. Ich glaube, man sieht das noch so gar nicht richtig, aber hier ist halt dieses Korsett in der Mitte und außenrum sind dann überall so mega der flowy Stoff und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Prinzessinnenkleid oder so ein Mittelalterkleid. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Und ich glaube, diese Teile kommen dann so oben an eure Arme und das hier kommt halt so. Wow, Leute, ich kann gar nicht abwarten. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, weil die Qualität auch eigentlich ziemlich gut ist und es ist halt auch mehrfach gelayert. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal so richtig schwarze Sachen auf diesem Channel reviewed? Ich glaube nicht, weil irgendwie ich bin eher so der bunte Typ. Aber genau deshalb wird es auch, finde ich, super spannend. Und zwar haben wir hier auch natürlich das Korsett in der Mitte. Mir zumindest scheint das so, als wäre das so ein asymmetrisches Kleid. Also irgendwie hat das nur auf der Seite sowas. Und auf der Seite kann man das, glaube ich, zubinden. Aber ich weiß nicht, soll das so sein? Aber ich bin auch ganz ehrlich mit euch, von der Qualität überzeugt mich das hier nicht so. Und auch generell ist der Stoff einfach hier viel hochwertiger als bei dem hier. Ich glaube, ihr könnt das erkennen, aber es gibt mir so ein bisschen diese Amazon-Costume-Vibes. Also ich weiß nicht, ob das so was Gutes ist für 80 Euro. Aber ich will ja noch nicht urteilen, bevor ich es noch nicht anhatte. Deswegen probieren wir zuerst das Weiße an und direkt danach das Schwarze. Leute, ich bin wirklich so traurig. Das Kleid hatte einfach so viel Potenzial. Es ist einfach 1000 Nummern zu klein und es ist schon eine Nummer größer als meine normale Nummer. Ich bin wirklich so verwirrt. Und das ist die Größe wie alle anderen Kleider und jedes Kleid ist irgendwie anders geschneidert. Also ich kann ja jetzt nicht Lotto spielen und dann gucken, welches Kleid mir passt. Und ich wette mit euch, würde ich das Kleid nochmal in derselben Größe bestellen, würde es trotzdem anders aussehen. Dabei hat es so viel Potenzial. Ich bin so traurig. Das könnte so ein richtiges Greek Goddess Kleid sein. Weil achtet mal bitte, wie schön das geschnitten ist. Also Leute, ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher bei diesem Kleid. Ich finde, die Qualität ist einfach nicht gut. Also wir haben zwar zwei Layers, was ja nicht so schlecht ist, aber mit den anderen sind einfach wesentlich mehr als zwei Layers. Und wenn nur zwei sind, dann ist die obere auch viel dicker, sodass man sich einfach safe fühlt. Dieses Korsett ist zwar nicht schlecht, ist auch nicht zu eng, also dass man sich so denkt, ich habe wirklich ein Korsett an oder sowas. Und dieses Kleid macht auch eine gute Figur, aber ich glaube, ich würde es euch nicht empfehlen zu kaufen. Und vor allen Dingen im Vergleich zum Weißen ist das hier einfach nicht so gut. Es macht zwar eine gute Figur von der Seite, aber wisst ihr, was mich wirklich mega stört und auch schon die ganze Zeit mega stört? Dieses Teil hier oben. Ich habe das jetzt so eng gebunden, dass es einfach nicht mehr runterfallen kann. Aber davor ist das die ganze Zeit so runtergerutscht und es hat mich so genervt. Warum haben die nicht das einfach so gemacht, dass das genauso ist wie der Träger? Diesmal habe ich mir gedacht, können wir doch mit dem Schwarzen starten. Crazy. Seht ihr das? Wie schön ist dieses Kleid bitte? Also das ist so ein Mini-Dress. Also wenn das hier kein Partykleid ist, dann weiß ich auch nicht. Achtet mal bitte, wie schön das hier glänzt, dieses Oberteil. Also in diesem Oberteil ist auch so ein kleines Korsett eingebaut, aber ich habe das jetzt nicht mit dem anderen Korsettkleid verglichen, weil es ist halt nicht so der Main Focus von diesem Kleid, sondern ich finde, der Main Focus von diesem Kleid sind schon so diese Pailletten und dieser kurze Schnitt. Und wisst ihr, was ich auch super finde? Hier kann man diese Träger auch verstellen. Also könnte dieses Kleid eigentlich fast jeden passen. Und auch der Stoff ist natürlich wieder mehrfach gelayert und super weich und total angenehm. Und riechen tun die Sachen auch irgendwie alle schon so frisch gewaschen, obwohl die halt neu sind. Also ich hoffe, dass sie neu sind. Das Weiße hingegen ist irgendwie total kurz und klein und super ruffly. Und ich wollte genauso was Ähnliches haben wie das hier. Irgendwie, ich finde, Pailletten passen auch richtig gut zu so einem Schwarzen, weil das gibt mir dann irgendwie so einen edgy Look. Und hier haben wir halt so cute, so niedlich, so Hüschen dran. Aber ich bin ehrlich, von der Qualität finde ich bis jetzt das Schwarze besser.
Und hier oben ist so eine Gummileiste, die sich wahrscheinlich dann so an eure Haut stickt. Und so dann halt dafür sorgt, dass es nicht komplett runterrutscht. Aber generell habe ich ein bisschen Angst, dieses Kleid anzuprobieren. Vor allen Dingen, weil ich schon 2 Größen immer größer gehe als normalerweise. Oh Polly, das kann ich euch nur empfehlen, bevor ihr mir in die Kommentare schreibt, welche Größe hast du das, welche Größe hast du das, welche Größe hast du das. Nehmt es einfach 1 oder 2 Größen größer, als was ihr normalerweise machen würdet. Weil ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie schneidern die ihre Sachen extrem klein. Das ist wirklich ein Struggle, Leute. Und ich habe Angst, dass ich nicht in dieses Kleid passe. Weil guck mal, wie kurz und wie klein das ist. Struggle. Auf zum Try-On. Und ich habe das Gefühl, bei diesem Gewinter schwarzer. Aber wir werden sehen. Oh Leute, ich liebe dieses Kleid. Es gibt mir sowas von New Year's Eve Vibes. Also so, als wäre jetzt so ein Neujahr, danach Raketen und also so, es ist so ein schönes Kleid. Und irgendwie, ich möchte das unbedingt behalten. Also ich finde, die Qualität ist so wie bei so Zara-Sachen hier. Und es ist halt ein bisschen teurer, als was von Zara ist. Aber dieses Kleid einfach... Guckt euch an! Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Also ihr könntet mir sagen, ich bin Gigi Hadid. Und ich würde euch sagen, ja Leute, das stimmt. Ich bin Gigi Hadid. Aber ich fühle mich so, gut in diesem Kleid. Also es ist wirklich ein Confidence-Booster. Und ich kann euch nur empfehlen, kauft euch dieses Kleid. Selber hier reinzukommen ist immer ein bisschen schwierig. Also man braucht irgendwie ein bisschen so Hilfe von anderen Leuten. Also von meiner Mami brauchte ich jetzt ein bisschen Hilfe, dass sie mir das so zumacht hinten. Aber das ist eigentlich bei allen Sachen von O Polly so, weil diese Größen halt irgendwie nicht stimmen. Und wenn ihr da alleine reinkommt, dann ist es euch wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Aber ich finde, das ist die perfekte Größe. Wow, Leute, das erste weiße Kleid, was mir passt und wo ich mich auch nicht absolut schrecklich drin fühle. Also das andere war wirklich Katastrophe. Und ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass ich da dann doch den Punkt ans Schwarze gebe. Das hier ist halt super gemütlich und es sieht auch mit den Schuhen, die ich habe, so schön aus. Aber das Schwarze hat einfach nochmal eine bessere Figur gemacht. Und deshalb glaube ich, wird der Punkt an das Schwarze gehen. Aber dieses Kleid ist auch so ein Märchenkleid. Wir kommen schon zur letzten Kombination. Leute, ich bin so aufgeregt. Wow. Ich bin mega verwirrt. Ich glaube, ich brauche eine Minute, bis ich das rausgefunden habe. Auf jeden Fall ist das gleiche Kleid von vorhin, nur mit einer mega langen Schleppe dran. Und das ist wirklich ein richtiges Ballkleid. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ey, es hat einfach einen offenen Rücken. Was? Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass das so einen offenen Rücken hatte, als ich das bestellt habe. Aber ich liebe Kleider mit einem offenen Rücken, weil es sieht immer so unfassbar schön aus. Und ich habe jetzt wirklich Lust, das hier anzuprobieren. Auf jeden Fall ist der Stoff etwas kratzig irgendwie. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Stoff als bei den Sachen vorher. Aber dafür ist er ziemlich stretchy. Diese Bänder sind eigentlich so wie von so einem Bikini. Dafür ist er aber von innen silky, wie ihr sehen könnt. Also dieser kratzige äußere Stoff fasst nicht eure Haut an, was mir auch immer mega wichtig ist. Je weiter wir runterkommen, desto mehr. Pailletten sind hier einfach dran. Also Leute, es wird so ein crazy Kleid werden. Und ich habe Angst, dass das einfach zu groß ist und nicht auf meine Kamera passt. Und irgendwie, Leute, ich hätte wirklich Glam-Make-up machen sollen für heute, weil irgendwie ich sehe so normal aus und dann kommen einfach diese crazy Kleider. Und ich komme mir gar nicht so vor, als wäre ich so die richtige Person, die jetzt anzuprobieren. Egal, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich das halt einfach machen kann für euch, Leute. Das ist so schwer und so kalt und so wow. Also ich glaube, das ist das qualitativ hochwertigste, was ich jemals von O Polly angefasst habe. Also ich weiß gar nicht, wie ich euch das so richtig präsentieren soll, weil ich finde, diesen Schnitt kann man einfach jetzt gerade noch nicht so gut zeigen. Aber ihr könnt schon sehen, es ist nur an einer Seite befestigt. Also könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass es sehr asymmetrisch ist. Aber dieser Stoff ist so ein Rhinestone-Stoff und darunter ist so silky, so ein silky Material. Und es sieht so aus wie so kleine Zebrastreifen mit so Glitzer. Aber natürlich alles in weiß. Und ich glaube, das könnte so ein Hochzeitskleid oder sowas sein. Aber wisst ihr, was ich super finde? Für diese Art von Kleider, und das ist wirklich eine Baba-Qualität bei fast allen, bis auch bei dem ersten schwarzen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Für den Preis. Ich würde mir niemals so ein Ballkleid bei so einem richtig teuren Ballkleidladen kaufen, weil irgendwie, wenn ich doch sowas für günstiger bekomme und auch in irgendwie schöneren Designs, meiner Meinung nach, dann warum nicht einfach hier shoppen? Und genau deswegen möchte ich dieses Kleid und das andere auch anprobieren. Boah Leute, dieses Kleid ist wirklich der Tod auf 2 Beinen.
Mir ist so warm, ich schwitze, es ist so heiß, dieses Kleid. Es sitzt wirklich gut und so, aber das ist kein Sommerkleid. Also ich würde es euch jetzt nicht empfehlen zu kaufen. Wartet noch ein paar Monate oder kauft es euch jetzt schon mal für den Winter oder so. Es sieht wirklich mega schön aus und bewegt sich auch so gut, aber ey, ich drehe gleich durch. Also mir ist so unfassbar warm. Ich bin jetzt so gespannt auf das Weiße. Insgesamt haben mich die schwarzen Kleider überzeugt, aber ich glaube, das kurze Schwarze hiervon ist wirklich mein Favorite gewesen, also 10 von 10. Ey, last dress for today. Also ich liebe dieses Kleid, Leute. Ich liebe es wirklich so dermaßen. Es sieht so unfassbar schön aus und dann noch mit meinen Lieblingsschuhen. Boah, ich liebe es. Also ich glaube, das ist sogar mein Lieblingskleid mit diesem kleinen kurzen Schwarzen. Und irgendwie kann man nicht sagen, ob weiß oder schwarz gewonnen hat, weil wir hatten bei beiden Fails, irgendwie bei schwarzen weniger, deswegen tendiere ich halt zum schwarzen. Aber also insgesamt haben mir diese Kleider vom schwarzen weniger gefallen. Also das lange war wirklich viel zu heiß, da bin ich wirklich drin gestorben, Leute. In dem kurzen schwarzen vom Anfang, da war die Qualität einfach nicht so gut. Aber in das Weiße bin ich halt gar nicht reingekommen. Und danach gibt es ja noch das zweite Weiße, das fand ich süß. Und da hat aber für mich das Schwarze einfach alles beendet. Also das Schwarze war wirklich das Beste, was man haben könnte. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt es mir in die Kommentare. Was hat für euch gewonnen? So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich freue mich wirklich sehr. Und vielen Dank, dass ihr auf mein Video von allen Videos geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Kakao.